Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Es ist Wochenende und am Wochenende ist bei uns Smoker-Time. Und wir wollen heute, wie ihr eben schon gesehen habt in unserem kleinen Vorspann, einen Pulled-Pork-Burger machen. Für dieses Pulled-Pork haben wir uns ein schönes Stückchen Fleisch organisiert. Das gucken wir uns jetzt mal zusammen an, aber vorher kommt unser Trailer. Ich habe hier mein schönes Fleisch und eine Ameise auf dem Tisch. Frechheit. Bezahlt keine Miete hier. Noch. So, ich nehme das hier mal raus und gucken wir uns das mal an, was uns Schönes mitgebracht worden ist heute von unserem Schlachter. Wir haben hier ein schönes Stück Schweinenacken liegen jetzt. Ich werde da jetzt meinen Wrap drüber machen. Und weil ich natürlich Hamburger bin, mache ich da natürlich Hamburger Gunpowder drüber. Da machen wir schön mal was drauf. Von allen Seiten. Jetzt habe ich das schön alles mit meinem Wrap beschichtet und jetzt gehen wir einmal zu meinem Grill. Jetzt tue ich den hier schön drauf und jetzt wird er von allen Seiten einmal schön scharf angebraten. Jetzt haben wir das alles von allen Seiten schön angebraten. Sieht ja auch richtig gut aus. Schön Röstaromen drauf. Jetzt nehme ich das mit rüber und tue das gleich in meinen Smoker. Sehr gut. Also, wir haben hier ein bisschen Wind draußen heute, weil wir sind ja wieder draußen. Ich habe das jetzt hier schon mal hingelegt. Kämpfe hier gerade so ein bisschen mit der Alufolie. Ich lege da jetzt mal ein Messer drauf. So, Schluss. Ich habe mir wieder so ein bisschen naturtrüben Apfelsaft organisiert. Den tun wir jetzt hier unten so ein bisschen rein. Sehr gut. Dann verpacken wir das Ganze nochmal. Ich nehme jetzt mein restliches Wrap, was ich hier noch habe. Das kippen wir hier mal mit rüber. Wäre schade, das wegzutun. Tor. Tor, genau. Und dann packen wir das hier mal ein. Es muss hinterher so ein bisschen luftig sein. Sonst zieht das nicht schön zu. Muss alles richtig zugedeckt. Ja, alles richtig luftig zu. Okay. So, und dann kommt das in den Smoker. Bei 110 bis 120 Grad. So, dann tun wir das jetzt hier in den Smoker, das war heiß. Klappe dicht. Und dann lassen wir den jetzt mal ein bisschen laufen. Ich schätze mal so 1,5 bis 2 Stunden. Wir haben jetzt halt ziemlich viel Wind hier. Mein Smoker ist leider in der Wandstärke nicht ganz so dick. Dadurch habe ich so ein bisschen mehr an Schwankungen in den Temperaturen. Also sollte irgendjemand gerade seinen super dicken, tollen Smoker verkaufen wollen oder jemanden wissen, der so ein Teil baut, schreibt es unten in die Kommentare, ich melde mich. Ja, wir warten jetzt 2 Stunden und dann geht es weiter. Boah, ist das schwer, ey! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, ihr seid ja auch schon da. Schön, ich will heute ein Unboxing machen von irgendeinem Topf. So. Ich habe heute ein tolles Paket bekommen von einer netten Dame von so einer Firma mit A, die den ganzen Kram verkaufen für andere Leute. Die hat uns das sogar hier bis auf die Terrasse geschleppt. 8 Kilo sind da drin und das ist ein Topf. Machen wir den mal auf, nehmen meinen schönen Hirschfänger von meinem Vater, machen wir den mal hier auf, den Karton, und dann gucken wir da mal zusammen rein. Mach dich kaputt. Wen? Den Hirschfänger? Nein. Den tun wir schön wieder hier hinein. Honeycomb-Waben. Echt stabil. Genial. Ja, kriegst du. Und ein schwerer Topf. Ein Teil. Und der zweite Teil ist hier unten drin. Ich pack das mal eben aus und dann geht es gleich weiter. So, ich habe jetzt meinen Dutch Oven hier mal ausgepackt. Das Paket, was ich mir gekauft habe, hat halt diesen Ablagebereich, wo man ihn hinterher auch draufstellen kann. Ein Deckelheber, damit man den Deckel wunderbar rauskriegt, ohne dass man sich die Finger verbrennt. Und halt den Topf selber. Sieht ja schon mal alles genial aus. In der Annonce stand geschrieben, dass der eingebrannt ist, dass ich es nicht mehr machen muss. Ja, das ist ein Topf, der hat, das ist ein 12er Topf mit 5,7 Litern.
Wobei ich immer nicht so genau weiß, wie das genau gemessen wird und ob die den Deckel, der ja als Pfanne auch dient und ja auch verhältnismäßig hoch ist, ob die den mit als Volumen mitrechnen. Ich finde das Volumen eigentlich ganz genial. Wir werden da morgen mit arbeiten. Ich finde, das ist genau das Richtige, um für 3 bis 5 Leute da drin zu kochen. Einen Vorteil hat dieser Topf noch. Ich drehe den mal. Wir haben hier so einen Pfeil. Kann man ihn sehen? Ja. Sehr gut. An der Stelle, wo der Pfeil ist, ist auch die Aussparung im Topf. Und dann kann man da im Endeffekt, ich habe das gerade hier liegen, das Thermometer da auch so durchlaufen lassen. Kann man super hier durch diese Aussparung legen, hier drin das Fleisch oder was man gerade kochen will. Oder die heiße Milch, die man auch gerade messen will. Und dann kann man den, bitte schön, hört man, Mathe ist auch richtig, halt so da reinlegen. Und hier, wie man sieht, es ist Platz und es geht nichts kaputt. Ja, also ich bin gespannt, wie gut das wird morgen. Im nächsten Video werdet ihr dann sehen, wie wir unseren holländischen Pott benutzen werden. Wir haben jetzt hier eine Kerntemperatur von 61 Grad. Das finde ich jetzt schon mal ganz genial. Ich werde das Ganze jetzt, ich mache den jetzt hier mal auf. Und ich werde jetzt das Aluminium hier einfach oben aufmachen, dass da nochmal richtig schön Rauch rankommt. So, so lasse ich das jetzt hier noch mal drin, so für eine halbe Stunde. Und dann sind wir, ist es auch soweit, fertig. Dann können wir das hier auch fast auseinanderziehen. Super, geht gleich weiter. Affe tot. Ich habe meinen Burger da schon mal so ein bisschen vorbereitet. Da unten ist der Boden von dem Band. Den haben wir so ein bisschen angeknuspert. Da drauf ist Salat, da drauf ist Tomate und da drauf ist Gurke. Da kommt jetzt als nächstes gleich mein Pulled Pork drauf. Dann habe ich hier noch ein bisschen Cheddar-Käse liegen. Lege ich mal hier drauf. Und dann kommt da meine Lieblings-Barbecue-Soße oben drüber und dann der Deckel da drauf. So, und jetzt hole ich mal eben das Fleisch aus dem Smoker. So, auf die Zauberkiste. Da kann man schon sehen, hier liegen schon 3 Würste. Ich kann gerade nicht mehr gucken, weil mir gerade die Hitze in die Augen gesprungen ist. Mein Fleisch ist hier schon super fertig. Das sieht richtig gut aus. Deckel wieder zu. Würstchen müssen noch gar werden. Ich kann gerade nicht gucken, weil das so in den Augen brennt. So, ich ziehe jetzt einfach das Fleisch hier so auseinander. Ups, das sieht ja schon richtig geil aus. Sieht richtig toll aus. Ja, so, wir wollen jetzt auch nicht, dass das jetzt hier alles kalt wird. Ich tue jetzt schon mal ein bisschen was von meinem Fleisch auf den Burger drauf. Ja, mach mal schnell. So, jetzt kommt da wieder meine Lieblingssoße oben drüber. Die will erstmal jetzt wieder nicht hier raus. Boah, geil. Ein bisschen Käse drauf. Der verläuft gleich noch durch die Hitze. Und der Deckel drauf. Voila, und es scheint sogar die Sonne zum Abschluss. Unser erster Teller ist fertig. Ich muss noch 3 weitere machen. Auf wie geht's? Was ist das heute hier für ein Sommer? Irgendwie 16 Grad, Wolkensturm, alles Mögliche. Nur kein geiles Wetter. Und ich muss hier mit meinem Smoker kämpfen, damit wir überhaupt das auf die Reihe kriegen. Wahrscheinlich haben wir auch Wind auf dem Mikrofon gerade wie verrückt. Egal. Ich hoffe, euch hat unser Pulled Pork Burger gefallen, wie wir den hier zubereitet haben. Er ist super lecker. Wir werden uns da gleich hinsetzen und den gemütlich essen. Solltet euch das gefallen haben, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen gebt, wenn ihr uns abonnieren würdet, liken, Glöckchen anmachen, Kommentare schreiben, alles was ihr wollt. Nur nette Sachen natürlich. Und ja, damit war es das für heute. Ich sage tschüss. Und Frank vom foodbloghamburg.de und schaltet wieder ein, wenn der Frank sagt, wir kochen am Smoker oder wir machen Low Carb. Bis zum nächsten Mal, euer Frank. Ciao, ciao.